Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jas Reiter und wir sind in Folge 322, glaube, von Simotrans. Ja, hier oben fährt gerade unser neuer Zug lang. Den müssen wir noch ein bisschen umarbeiten. Der fährt jetzt ins Depot, das da oben ist. Dann müssen wir ihn länger machen. Ich glaube, wir brauchen zwei davon. Das war der Gedanke dahinter. Ja, und das machen wir alles nach dem Intro, ne? Würde ich sagen. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass der da hochfährt und da reinfährt. Er hat hier irgendeine Wartezeit. Auf wen wartet der denn? Ach so, auf den Zug, alles klar. Aber den müssen wir auch ausmustern. Dann nehmen wir den schon mal hier fest. Noch fährt der, würde ich auch noch fahren lassen, solange der nicht fertig ist. Straßenbahn hat Vorrang, okay, sehr interessant. Jetzt kommt der da gleich an und dann können wir den umbauen. Okay, da ist er. Wir nehmen die Lok erstmal runter und dann müssen wir Waggons dazwischen setzen. Und zwar 240 haben wir. 379. Und jetzt den Schlusswagen, den die Tante Mimi ja noch haben wollte. Also wollte sie nicht, aber sie meinte, dann wäre der Zug komplett, aber der hat leider keine Motorleistung. Deswegen muss dann noch unsere Lok wieder da dran. Wie viel haben wir denn jetzt? 480. Ich nehme den nochmal runter. Setz noch einen Doppelstock drauf, weil ich glaube, der wird auch voll. Und das sind 619. Wir brauchen jetzt die Lok. Wie schnell fahren die? 140 die Lok fährt. 150, dann passt. Bitte da dran hängen. Wie, ich kann den jetzt nicht anhängen? Ach so, weil der Wagen. Kann ich sie voranstellen? Ich kann sie verkaufen, aber ich kann sie weder anhängen noch voranstellen. Wie soll denn so ein Zug mit so. Ach, okay, dann ist der so gebaut. Alles klar, dass man das nur so machen kann, wie es jetzt ist. Gut. Dann können wir hier den gleich verkaufen, weil das bringt nichts. So kann man den Zug aber auch andersrum bauen, dass er dann nicht zieht, sondern schiebt oder umgekehrt. Ne? Ich glaube, jetzt schieben wir, glaube, und sonst ziehen wir, aber das ist halt alles möglich mit dieser Konstellation. Wir setzen den hier erstmal auf die richtige Linie, weil in der Mitte ist das ja nicht. Wir haben ja die neue Linie gebaut, das ist die. Hardexen. Und kopieren den. Und würde dann sagen, können wir starten und nochmal starten. Ziehen den sofort da raus. Gehen nicht da hin, weil das ist das falsche Fenster. Gehen hier hin und setzen den auf Adenau. Nicht Altenau, sondern Adenau. Da ist es. Dann fährt der nach da hinten. Und gut ist, der fährt. Der hat sein Ziel. Den setzen wir dahin, das kann zu. Und den zweiten, den ich jetzt hier nicht sehe. Ach so, oder ist der das jetzt schon? Ja, der muss jetzt hier. Ja, der ist schon richtig Riedenburg. Der soll ans andere Ende fahren. Gut. Den dahin. Den dahin. Erstmal gut. Lokschuppen können wir wieder zumachen oder Depot. So, der kann jetzt ausgemustert werden eigentlich. Nicht laden, beziehungsweise wir können hier gleich auf Ausmustern gehen. Der kommt dahin. Ja, der hat nur noch vier Fahrgäste, die sind auch irgendwann weg. So, und dann müssen wir noch den kleinen Zug suchen. Der müsste ja noch am Ende sein. Den mittleren haben wir ja umgebaut, ne? Da ist er. Und den können wir gleich hier auf Ausmustern setzen. Der sollte ja gleich weg sein, wenn er da gelandet ist, ne? Beziehungsweise am Kohlekraftwerk setzt er die wahrscheinlich ab, ne? Riedenburg Raffinerie Betriebshof, aber die. Ach ne, das ist sogar, glaube ich, hier Raffinerie, oder? Ja, dann ist er gleich schon hier leer. Gut, die beiden da unten fahren, sind voll. Dann gucken wir mal bei dem rein. Okay, der steht da. Warum fährt er nicht weiter?
Alles, der muss doch noch durch. Ach, der kann hier nicht durchfahren. Weil das Halteschild hier steht und diese beiden Durchfahrtsgleise leider vor dem Halteschild sind. Das ist jetzt doof gelaufen. Das müsste man entsprechend umbauen. Nur die Frage, ob man das hier so einfach hinkriegt, ne? Okay, das bedeutet, wir müssen dem irgendein anderes Ziel geben, damit er weiterfährt. Ja, der muss einmal ins Stahlwerk rein und danach ist, glaube ich, auch schon das nächste Ziel das Richtige, ne? Okay, doof gelaufen, aber ist halt so. Ich hoffe, das passiert bei dem anderen nicht. Der fährt hier nicht runter, der fährt da rein. Warum macht er das? Warum fährt er hier nicht lang? Ja, ganz klar, sieht man hier sehr schön, ne? Signal falsch gesetzt. Der hat da die falsche Richtung. Neues Signal. So, jetzt ist das auch richtig. Jetzt fahren die Züge auch da lang. Sind sie die ganze Zeit nicht durchgefahren? So, dann. Oh, er hat hier schon seine ersten Gäste. Ist der. Warte mal. Hardexen Stahlwerk, Baustoffhandel. Ah, warte, der muss Hardexen Stahlwerk fahren, aber das andere. Der müsste erst nach da hinten fahren, nicht nach hier vorne. Hardexen Stahlwerk. Hardexen Stahlwerk, ja, aber. Naja, jetzt ist es egal. Jetzt lassen so fahren. Jetzt haben wir noch aufgehalten. Da müssen wir gucken, dass der hier durch war. Wie hieß der halt denn jetzt hier? Hardexen Stahlwerk, alt. Naja. Jetzt ist das so. Er hat hier gerade 217 Leute an Land gezogen. Also, wir müssen aufpassen, dass hier. Dieser Zug hier, der fährt ja noch, ne? Okay, der bringt jetzt noch die 290 Leute nach da. Das passt noch, aber der darf. Hardegsen-Riedenburg, der darf nicht mehr weiterladen. Hier darf der nicht mehr laden, ne? Der muss dann von der Linie, weil die anderen fahren da lang. Weil wenn der jetzt hier die alle mitnimmt. Über Riedenburg 143 Gäste, sonst werden die da hinten zwar hingebracht, aber das wäre nicht so dolle, weil der andere die beiden das machen soll. Ja, der macht natürlich gut Plus, ne? Sehen wir da. Dafür fliegt er jetzt runter, der Flirt. Bam, weg ist er. Okay, die Post kommt wieder. Und. Jetzt ist die Frage, wo ist er jetzt? Er fährt da ins Stahlwerk rein. Hat 185, müssten ja jetzt weniger werden, ne? Ja, 119. Er hat noch gar keiner. Wo ist er denn überhaupt? Er ist schon auf der anderen Seite, müsste jetzt gleich beim Geflügelhof sein. Dann sollte das eigentlich passen. Das ist ja schon der Geflügelhof, ne? Ja. So, und dann lädt er bestimmt voll, oder? Nee, 33. Aber das kommt schon mit der Zeit. Die Tante Mimi hatte ja geschrieben, dass wir da Probleme mit den Schiffen haben, aber so wie es aussieht, haben wir das gar nicht. Vielleicht, sonst wäre hier jetzt auch schon vielleicht voll, ne? Dann fahren die auch noch trotzdem mit den Schiffen darüber. So, hier ist letztes Halt-Signal davor. Ja, ich glaube, das passt dann. Wenn die Strecke nicht frei ist, dann warten die hier. Das ist auch lang genug, das Ausweichgleis. Sollte gehen, warte mal, 228? Der hat jetzt Leute mitgenommen, die da hinten hinfahren, oder? Ach so, da war ein Wechsel bei der Station gerade vorher, wo der Minizug, glaube ich, war oder sowas. Die sind natürlich jetzt nicht da weggekommen. Der 200 km/h Zug war da vorher. Gut, dann schauen wir mal, ne? 228 Passagiere, jetzt müssten es ja weniger wieder werden, oder? Ja, Achter sind da ausgestiegen.
Ja, der zockelt jetzt da so lang, ne? So, was machen wir in der Zeit? Wir lassen die mal weiterfahren, gucken aber hier, hatte ich die Idee letztes Mal beim Video kontrollieren, dass wir hier definitiv noch eine Bushaltestelle hinmachen. Und dann können wir da die beiden Getreidehöfe noch anschließen. Das heißt, wir machen hier noch einen, sag schon, Busstopp hin und hier auch noch einen. Was haben wir denn hier für welche? Ah, Haltestelle. Da ist ein Mannequin und da ist die Briefkasten. Das bedeutet, das passt. Hätte ich da unten auch so machen können, fällt mir gerade so auf, ne? Und hier auch. Und da unten fährt er halt daneben, ne? Ja, lachen wir so. So, die drei sind geklärt. Müssen wir noch was machen? Nein, kann zu. Wir müssen hier ins Depot und einen Bus raussuchen. Da sollte ein Reisebus sein. Der sieht danach aus. Ist aber keiner, der hat nur, also ist schon ein Bus, aber 50 km/h, der muss 100 fahren können. Die fahren alle 50 hier. Gibt es keine mit 100. Alle Stadtbusse. Hier haben wir einen mit 91. Hier haben wir einen mit 100. Der Restwert. Ja, das heißt, dieser ist unser Favorit dafür. Machen wir einen Fahrplan auf. Der von da nach da geht. Dann nach da geht. Zurückgehen muss es nicht, weil wir haben da keine zwei Arbeiter, die hier arbeiten und da unten arbeiten. Das gibt es hier nicht. Das ist bei Simotrans. Die können schon tatsächlich mit einem Job ihr Lebensunterhalt machen. Das ist nur im Real Life, dass man mehrere braucht. Gut, neue Linie. So, das ist regional. Bus hätte ich jetzt gesagt, aber RB könnte auch Regionalbahn sein, ne? Haben wir sowas schon? Wir haben auch Regionalzüge, haben wir Regionalbahn auch, habe ich da mich schon mal vertan. Das sind die Buslinien, wisst schon Bescheid. RB gibt's. Oh, warte mal. Tante Mimi hat gesagt, ich soll hier mal aufräumen. Linie löschen. Linie löschen. Linie löschen. Und da ist sogar einer drauf? Nein, weil die schwarz ist, dachte ich, ist einer drauf. Hardexen? Ach, das ist jetzt die frische Linie gerade, die er umändern soll. Alles klar. So, wir waren bei RB. SB. Warte, da war was grau. Ja, da hatte Tante Mimi auch gesagt, ob ich die vielleicht brach liegen lasse, weil da noch was passieren muss. Muss ich mal überlegen, weiß ich noch nicht, ob das so ist. Die müssen wir uns dann nochmal angucken, alle hier. So, da ist eine RB, ein einzigster. Und die ist falsch. Da machen wir eine RZ raus. Dann haben wir Regionalzug. Und RB wird Regionalbus sein. Dann können wir das so umbenennen hier. Regionalbus. Und das nenne ich mal Höfe. Neue Linie. Hat gut geklappt. Genau das ist immer meine beste Geschichte. Das Gleiche ist ideal, ne? Das können wir löschen. Jetzt habe ich das Fenster zugemacht. Das Einzige. Löschen ist hier. Das ist jetzt umzubenennen. Kann ich jetzt auch hier machen. Dann geht es auf jeden Fall. Regionalbus. Höfe. Schuss. Und fertig und Start. Jetzt ist da einer drauf, der hat die drei Haltlinien. Den können wir auch gleich hier ins Visier nehmen. Das kann dazu. Wir haben hier 115, wir haben da 235. Das ist ein alter, der hat noch 100, der hat 75.000 Miese, der hatte vorher schon Miese. Das ist ein neuer, der auch schon gut Miese einfährt. Und er hier fährt jetzt. Wahrscheinlich erstmal, na doch, er könnte auch bei den Höfen hier Leute einsammeln, die dann runtergebracht werden. So, jetzt gehen wir hier nochmal kurz rein. Der ist leer, der kann auf jeden Fall gelöscht werden. Kann da mal einer hier dran klicken? Jetzt, jetzt geht's. Der kann auch gelöscht werden.
Und das kann auch gelöscht werden. Das haben wir ja durch die eine Linie, die hier ist, jetzt ersetzt, ne? Gut, okay. Können wir noch mal schauen, ob hier noch eine graue ist. Da. Ich kann jetzt komischerweise. Ah, jetzt geht's. Güterzug, Kohle, Stahlwerk. Oder was ist SW? Ich weiß nicht, Sandgrube, Zulieferer. Eigentlich, da hier sowas passiert. Also es würden, wenn hier kein Zug drauf ist, würde hier auch, glaube, also der könnte im Depot stehen, dann würde das hier noch passend sein. Dann würden die da auch noch warten, dass dieser Zug mal irgendwann kommt. Da hier aber nichts ist, glaube, wartet da auch keiner drauf. Machen wir das weg. So, jetzt nochmal. Und die eine Linie, die ist bestimmt auch nur deswegen da gewesen. Stopp, da war sie, glaube. Die lösche ich jetzt auch raus, weil die ist durch eine andere Linie, die ich neu aufgeteilt habe, wahrscheinlich übergeblieben. Da war noch ein Fahrzeug drauf, was dann weg musste. Gut, da haben wir auch durchgeforstet, ist das weg. Hier sind tatsächlich schon 8 Leute drauf. Der fährt noch hinter dem LKW her, oder Bus, der ist allerdings mit 100 nicht so schnell, dass er den überholen kann, ne? Aber wenn es klappt, dann ist der Bus jetzt schneller umgedreht. Nein, doch ist er. Er hat ihn da überholt. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann kann er da ein bisschen rasen und die wegbringen. Und hat auch 16 Fahrgäste. Also Produktion auf den Höfen ist dadurch gesteigert. Das ist unser Hauptziel, ne? Dann klappt das auch. Sieht irgendwie so rostig aus, der Bus, ne? Aber das ist die Farbe vom Bus wahrscheinlich. Ja, was wir natürlich hier nicht drauf haben, obwohl wir das ja hier fahren, ist ein Postfahrzeug. So, reicht da ein normaler LKW? Ich denke mal ja. Und der kommt auf die Linie Regionalbushöfe, obwohl es jetzt nicht regional ist. Lass den da auch mal fahren. Wie schnell fährt der? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Maximal 80. Ich denke mal, so ein LKW fährt auch 80, oder? Ja. So, jetzt habe ich den zugemacht. Er hat noch keine Post dabei. Kann er ja auch noch nicht haben, weil vom Bahnhof, die wissen gar nicht, dass es das geht. Aber der kann da keine holen, weil da fährt gar kein Postzug vorbei. Ja, das ist auch schön. So, das bedeutet, dass wenn wir das machen, dann sollten wir auf dieser Linie auch tatsächlich einen Postzug draufsetzen. Wie schnell fährt denn die Post? Auch 160, das ist schon mal gut. Da ist auch noch ein Postzug, der fährt aber nur 100, dann nehmen wir diese. Das bedeutet, wir brauchen eine Lok, die 160 fährt. Oder 150 reicht mir, weil die andere fährt auch nur 150. Und hängen dann da. 1000 hatten wir bei dem anderen. Diese Strecke ist aber viel länger. Machen wir da 2000 raus und setzen den auf diese Linie auch und starten das Ganze. Und dadurch ist, glaube ich, der Zug mit der Post, den ich da habe, obsolet, oder? Den ich hier gegen gebastelt habe. Wo ist der? Der ist dann in der anderen Linie integriert. Diesen hier meine ich. Hadexen-Riedenburg. Das ist dann auch über sozusagen. Den machen wir nicht laden, weil vielleicht fährt er noch woanders lang. Ja, müssen wir mal gucken. Na, nicht laden ist auch immer doof. Macht den auch auf Ausmustern weg. Wir haben den ersetzt und alles ist gut. So, er hat jetzt wahrscheinlich schon den ersten abgefahren hier, oder? Ja, hat aber keine Post bekommen, weil gerade kein Zulieferer da ist. Aber das müsste sich ja ändern.
Ah, hier sind 15 Sack Post, alles ist gut. Aber der fährt jetzt erst zum Bahnhof, oder? Ja. Hier dürfte aber noch kein Postsack. Doch, sind auch schon einmal vorbeigekommen, ja. Aber das ist Post, die wegfährt von diesem Berg hier. Alles klar, dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.